Kanzlei Kochshow wird gesponsert von peach.ch. Mit Druckerfarbe kräftig sparen. Kochshow Nummer 130 und heute ist etwas ganz Besonderes. Heute machen wir mit Schweinemagen, Saumagen. Das kennt man eigentlich von der Hannelore Kohl, die hat das immer gemacht für den Helmut Kohl. Und der Helmut Kohl, der hat immer viele Gäste gehabt, von den USA und so. Die haben dann immer nur so pickfein gegessen und so. Und dann sind sie euphorisch gewesen, wenn sie bei ihm haben können, so richtig deftig pfälzerisch essen. Saumagen, oder? Saumagen hat es dann gegeben. Und die Hannelore Kohl, die hat das gemacht, oder? Und viele sagen da immer, ich kann nie Magen verstimmen, ich kann Saumagen. Das stimmt nicht, aber ich esse keinen Saumagen, oder? Jetzt wagen wir uns an den Saumagen ran und jetzt geht's los mit dem Christopher. Koko! Genau. Was ist denn das? Also, Saumagen. Mir ist schon heiß, ist ja der Magen von der Sau. Ja. Da haben wir gekauft. Das ist der Magen jetzt. Das ist ja eigentlich die Hülle vom Essen, das wir heute haben. Das ist einfach gefüllt mit Produkten wie Zwiebeln, Knoblauch, Erdäpfel und Brät. Also Wurstbrät. Und einfach alles, was mit Schweinefleisch zu tun hat. Und da ist jetzt alles im Kühlschrank drin, halt, was Fleisch anbelangt. Mhm. Und der Ursprung von dem Rezept ist ja von Deutschland. Da haben die Armen immer gemacht, also die ganz Armen. Vor allem die Landwirte und so. Und es alles verwendet, wenn sie Schweine geschlachtet haben und so. Das ist jetzt der Saumagen. Da muss ich einfach jetzt mit Kaltwasser abspülen, waschen. So. Und ich wäsche, weil das ist ein Organ, oder? Ein Verdauungstrakt, wie wir auch haben. Da sieht man zum Beispiel den Eingang. Da kann man einfach Wasser reinpumpen und dann blasst sich der Magen auf, oder? Wie man es sieht. Da ist der Ausgang vom Darm, vom Magen. Wie man sieht, da habe ich schon das Wasser. Sieht man da auf dem Film? Ja. Da musst du einfach gut durchspülen mit Wasser. Weil da ist überall Schleimhaut noch dran, oder? Magensäft, Rückstand. So. Soll ich da mal extra im Abfluss hinlassen mit dem Sieb? Zur Weiterverarbeitung. Dafür verwende ich ja eben zum Beispiel Herdöpfel, die mache ich nachher Würfel. Da koche ich schnell das Wasser auf, in Salzwasser für die Würfel. Das ist alles Inhalt, was in Schweinemagen, also im Magen reinkommt, oder? Mhm. Und dazu, also es gibt ja eine Mischung, da muss ich das Brät. Das ist der Inhalt der Würst. Da hole ich nachher raus. Aufschneiden und eine Masse machen. Und die fülle ich nachher in den Magen rein. Dazu gehört eben Schweinekoteletten verschneiden. Und Speckwürfel für den Geschmack. Und 3 Eier. Ja. Und dann lege ich noch Brot in Milch einlegen und dann tue ich da auch noch in die Magen rein. Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, normale Zwiebeln und Knoblauch. Und das wäre es mal für den Augenblick für den Vorspann. Ich wünsche euch bis später. So, jetzt hat der Akt ja. Ja, jetzt kommt die Füllung. Das erkläre ich dir von Grund auf. Da habe ich Frühlingszwiebeln drin, verschnetzelt.
gib mir einfach in eine Plastikschüssel. Dann habe ich Zwiebeln, 3 Stück und Knoblauch. Ich würde mich auch hier alles würfeln. Verstückeln. Das jetzt kommt der Knoblauch dran. Das ist spezielle Knoblauch. Das ist tiptop. Da sind keine Zechen dran, sondern ist ein ganzer Knoblauch. Habe ich zwar auch noch nie verarbeitet. Braucht jetzt 2 Schutz. So. Jetzt gehe ich einmal mit dem Messer durch. Stückchen. Tipptopp. Tue ich da zu den Frühlingszwiebeln alles dazu. So, ne? Tut man einfach da. So. Jetzt ist es so, dann kommt da spezielle, wo ich vor, muss ich den Darm noch entfernen vom Brett. Das sind da eigentlich Würste, oder? Tue ich einfach ganz normal da. Verschneiden. Soll ich den Inhalt rausholen? Dem sagt man ja Brät, oder? Der Wurstinhalt. Das ist alles Schwein, Schweinefleisch. Fertig gewürzt sogar schon. So, haben wir. Einfach ganz normal mit dem Messer. Durchschneiden, den Darm öffnen. So. Wäre ein bisschen blöd zum Essen, wenn der Darm auch drin wäre. So. Braucht halt, wir müssen schon recht früh anfangen, weil braucht 4 Stunden, wenn der Darm, also der Magen gefüllt ist, braucht es 4 Stunden im heißen Wasser drin, bis es wirklich fest ist. Braucht halt immer eine Vorbereitungszeit, wenn man so ein Projekt hat. So, verschämt. So. 4 Stück für die Masse, für den Magen. Sollte gewürzt. Und dann machen wir mal schnell einen Cut. So, ich habe jetzt hier den Darm entfernt von der. Ich habe das Brett rausgeholt, die Schweinswurst. Ja. Dann habe ich Zwiebeln drin, Knoblauch drin, Frühlingszwiebeln. Mhm. So. Und Schweinekotelett habe ich verstückelt. Ja. Geht alles da dazu. Sehr gut. Jetzt tue ich da alles so richtig eine homogenisierte Masse machen. Alles vermischen. Dann kommt nachher noch die 3 Eier dazu und dann bin ich am Schaum gewürzen. Dann. Ja. Das mache ich jetzt gerade, aber ich muss jetzt so wirklich so richtig kneten, oder? Sehr gut machst du das. Gell? Ja, finde ich gut. Mhm. So, jetzt tue ich mal schnell die 3 Eier noch rein. Ja, jetzt geht's los. Nehmen wir. Wunderbar, ja. Tun ich alles wieder verrühren? Ja.
Und da wird ja nachher der Inhalt vom Magen. Vom Saumagen. Genau. Genau, ja. Der Saumagen. Der Saumagen. Jetzt habe ich hier die Herdöpfel. Ja. Die habe ich ja verstückelt und mal schnell in Salzwasser gekocht. Die lasse ich mal schnell ab. Mhm. Die habe ich müssen extra auskühlen lassen. Ja. Die tue ich jetzt auch schon dazu mischen. Ah, nicht so, ja. Mhm. Früher hat man ja mehr Herdöpfel drin, wahrscheinlich, weil Fleisch ist ja ziemlich dick. Das ist eigentlich gemacht worden von den armen Schweinemagen. Die haben, da hat sie ja erklärt, Frau Kohl. Hannelore! Ja. Hat er erklärt, von wo es kommt. Mhm. Und dann haben sie sicher Brot gehabt. Dann hat sie ein bisschen Wasser reingelegt. Ja. Mhm. Dann musste ich weich kochen. Jetzt habe ich Toastbrot genommen. Ja. Yeah. Man kann natürlich ein ungewöhnliches Brot nehmen, einfach da, wo im Haushalt rum ist. Oder? Mhm. Dann ist der Saft ab. Ja. So, dann tue ich da Almond drin. Genau. Richtig durchmischen. Rap, zap, zap, rap. 1, 2, 3, 4. Ja. So. Ja, warte. Macht schon Spaß, irgendwie mit der Hand auszufinden. Ja. Ist gute Handarbeit, ja. So, schauen wir da. Und da kommt alles in die Saumagen, gell? Genau. Ja. Saumagen! Ich zeige euch noch, wo der, wie man den Saumagen vorbereitet hat. Ja, wir müssen ja noch die Eingänge und Ausgänge. Also sicher den Ausgang müssen wir zuknüpfen mit der Schnur. Ja. Und dann den Eingang müssen wir natürlich auch zumachen, dann, wenn wir fertig gefüllt sind. Und dann müssen wir flach drücken, eins nach dem anderen, und dann müssen wir noch einstechen. Dass so nicht platzt im heißen Wasser, oder? Mhm. So, jetzt muss ich halt die Hände waschen und dann kommt das Gewürzel dran. Welches Gewürzel? Also, Mensch? Ja. Du musst die Hände drücken. Ja, gerne. Also, eine Prise Muskatnuss. Ja. Tue ich, weil Muskatnuss ist schon ziemlich stark eigentlich. Wirklich eine Prise. So. Muskatnuss. Jetzt Pfeffer, Schalzer Pfeffer. Den tust du ja schon probiert heute, ja. Okay. Ich glaube, das geht. Für dich so. So. Hm. Paprika? Ja. So. Jetzt natürlich Fingetta. Das hat Hannelore nicht genommen. Ja. Das ist die Creme so schön. Ja. Ja, da macht es ein bisschen anders, aber Fingetta hat alles oh. In Gemüse und. Wir machen das unsere Kochschule immer noch selber, wenn wir wollen. Ja. Mhm. Ist so. Dann zeig mal. So. Jetzt tue ich wow. Da. Tue ich noch schnell salzen. Ja. Ja. Ja, und jetzt soll ich da nochmal mischen. Ja, gerne. Und da kommt alles in Saumagen rein? Alles in Saumagen. Alles rein. Alles okay. In. Dann machen wir das, ja. Saumagen! Genau. Ja, okay, so ein bisschen. Mhm, mhm. Wow. So.
Jetzt tue ich wieder die Finger waschen. Ja. Jetzt kommt ein Teil. Jetzt sage ich wie wegen dem Darm, wegen dem Magen. Ja. Ich wechsle immer die Scheiße. So. Nein, nein, ja, ist egal. Also jetzt kommt der Darm, oder? Ja. Der Saaldarm. Der Magen. Der Magen. Genau. Wo ist denn der? Der jetzt noch oben sieht, aber. Ach so. Jetzt, wenn man jetzt wieder füllt. Ja. Das. Also jetzt kann ich natürlich. Tun wir da die Schüssel rein. Jawohl. Jetzt habe ich da die Schnur schon parat, oder? Mhm. Jetzt ist es so. Ich sehe jetzt besser, wenn ich es auf den Teller tue. Ja, ja, mit dem Platz, ja. Das ist der Saumagen, gell? Ja. Saumagen leer. Saumagen leer. Genau. Und jetzt kommt bald Saumagen voll. Also wenn man jetzt so... Das ist ja der Ausgang, oder? Ja. Und da oben ist der Eingang. Ja. Man sieht da... Mach da mit den Händen. Es ist ein bisschen recht klebrig, aber es geht. Ich sehe da. Ja. Jetzt ist es so, dass man den Ausgang muss zukleben, oder? Mhm. Dann tue ich da schon. Zukleben? Also zur Schnüre, ja. Zur Schnüre muss ich. Ja. Einfach genug Schnur. Das ist ein Husarisch, ich komme da machen, du. Hi, nochmal. Okay, ja. Dann machst du mal zu. Ja, die Herausforderungen. Ja! Ich koche schon 130, oder? Das ist nicht. Ja, dann wird es zugeschnürt. Da tue ich wirklich. Einmal einen Knoten machen. Ja. Dann mit der Schnur rings herum. Jawohl. Ordentlich wickeln. Ja. Zuschneiden. Das ist spannend, ich koche schon, finde ich wirklich gut. Ja. Und wie lange muss der kochen? 4 Stunden, gell? 4 Stunden. Mist. Okay, machen wir 4 Stunden. Du. Qualität braucht Zeit. Das ist so. Auf jeden Fall. Saumagen! Saumagen! Ich habe bis jetzt zum Glück noch nie immer gemacht. Nein, das machen wir jetzt. Also jetzt. Wir machen da immer spezielle Sachen. Jetzt machen wir Saumagen. Nächste Woche wird auch spannend. Ja, und da gibt es brasilianische Woche. Freue mich sehr. Wenn sie kommt, dann auch schon. Das ist ja immer noch Plan B. Ja, Uschi ist nicht auch gekommen. Da hat gesagt, Uschi kommt nicht, ist auch gekommen. Die kommen schon mit die Frau. Ja, ja, doch, doch. Ja. Die gute kommen. Es kann nur 3 geben. Es kann nur eine geben. Ja, okay. So, jetzt aber. So, Fisch gemacht. Ja. Jetzt drehe ich den wieder um. Ja. Ich muss aber, wenn ich jetzt stopfe, muss ich wirklich die Hände waschen. Weil, wegen dem Abrutschen, oder? Das ist auch eine blöde Öffnung. Ja. Vom Saumagen. Mhm. Also am einfachsten, ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich tue jetzt hier vormachen. Nie gern. Das muss man nicht den Eingang wieder suchen. Muss ich aber zu. Ja. So, jetzt habe ich den Eingang, oder? Mhm. Okay. Es ist halt eine kleine Öffnung, aber es geht. Da tue ich alles mit der Hand wirklich reinstopfen. Ja, mhm. Einfach rein mit dem Zeug. Gerne. Ich sehe da. Es schmeckt einfach schon sehr fein, ja. Ich sehe da nicht viel, aber. Ich glaube, schlussendlich geht es mehr um den Inhalt, oder? Weil im Sau, der Saumagen ist nachher wahrscheinlich weg. Ja. Ja. Es geht mehr darum, um den Inhalt, dass der. Ja. Ich könnte schon einen Ballon nehmen. Also, es ist mehr, wie gewurstet. Ja. Es geht mehr darum, dass einfach das, was du da machst, dass es warm gemacht wird. Oder? Ja. Könnte man einen Ballon machen oder so. Es ist jetzt halt immer Saumagen, oder? Günstig für 4 Euro. Man könnte auch einen Ballon nehmen, oder was immer. Ja, das ist halt immer das Nebenprodukt eigentlich. Oder? Das heißt jetzt, ja. Aber es ist so, ja. Okay. So. Wo mir nicht so gefallen ist, ich hab im Moment. Aber egal. Egal. Gut, also wieder was. Mhm. Machen wir erstmal doch ein Pizza. Gut, ja. Eieiei, das ist schon ein Aufwand zum Füllen. Ja. Der hat recht viel Platz. Ja, da? Ja. Okay. Und dann tust du den 4 Stunden kochen, gell? Ja, ich heiß Wasser. Dann kann man noch ein bisschen schlöffeln, oder? Ja. Dann wachen wir auf und dann ist es fertig. Ja. Vielleicht, oder? Ich muss natürlich immer ein bisschen. Kontrolliere alle Stunden. Das Problem ist natürlich wegen dem. Also, du stehst einmal pro Stunde auf? Ja, muss ich. Weil das Problem ist da wegen dem Wasser, dass es nicht überläuft oder so. Ach so. Also,
am Anfang tue ich wirklich voll aufheizen. Und wenn ich jetzt nachher noch. Ich gehe nachher noch schnell liegen. Du? Ja, ich tue es reduzieren auf die Hälfte, oder? Ja, ich schaue auf die Temperatur. Mhm. Du, sollen wir jetzt mal einen Cut machen? Ja. Ja, dann machen wir einen Cut. Und? Cut. Ja. So. Also, der Magen ist gefüllt. Hat alles Platz gehabt. Jetzt muss ich ja den Eingang vom Magen muss ich zumachen mit der Schnur wieder. Da sieht man den Magen. Eingang. So tue ich. So heben. Die Schnur nehmen. Ein bisschen, dass alles switch. Dann haben wir dann alles den Inhalt in der Pfanne rein. Oder? Noch mit einer Hand heben. So. Richtig zuschneiden. Jetzt tue ich den ganz normal zuknüpfen. Am besten mit einer Doppelknoten. So, und sicherheitshalber tue ich jetzt die zwei Eingänge und Ausgänge tue ich jetzt doppelt verknoten, dass es wirklich nicht aufplatzt. Ich weiss nicht, wie da im heißen Wasser reagiert die Schnur. Das haben wir noch nie gemacht. So. Jetzt haben wir ja die Kochshow geschaut vom Biolek. Da tut Frau Kohl noch etwas drücken, oder? Massieren, dass sie ja Masse flach bleibt und überall verteilt ist. Der ganze Magen gefüllt ist. Dann dreht man den schnell um. Und ganz wichtig ist, dass der Magen nicht platzt im heißen Wasser drin, hat man noch Luftlöcher drin gemacht. Und das mache ich mit der Gabel, ganz vorsichtig. Da muss ich schon das Wasser kontrollieren. Ja, tipptopp. Ist noch nicht ganz so weit, weil da ist ein riesiger Topf, oder? So. Wirklich ganz fein. Auf der anderen Seite noch. Jetzt kontrollieren schnell, ob alles dicht ist. Tipptopp, alles verschnürt. Und jetzt kommt es für 4 Stunden in ein schönes Bad rein. Heiß Wasser einfach. Deckel auf. So, jetzt haben wir etwa 11:30 Uhr. Es geht 4 Stunden. Und eine halbe Stunde gehe ich schnell kontrollieren wegen dem Wasser. Es tut ja verdunsten, oder? Da drinnen. Und immer Wasser nachschöpfen. Und Cut! So, und jetzt
Da ist der Saumagen, gell? Ja. Sehr gut. Jetzt zeig mal, wie das aussieht, wenn man es schneidet. Ah, da ist schon geschnitten. Ja. Wunderbar. Ja. Da tue ich... Da können wir jetzt auch bröteln, gell? Ja, da tue ich den Teil da tue ich bröteln. Ja. Jetzt lasse ich auskühlen. Ja. Weil da war jetzt lange im Wasserbad drin. 4 Stunden, gell? Ja, da muss ich jetzt auskühlen lassen, fertig. Ja. Und dann können wir bald noch einen Herdöpfelstock dazu machen. Und Sauerkraut. Und Sau- dann müssen wir holen, ja, so gut. Ja, dann machen wir noch. Okay. Aber ich finde es sehr gut, also das ist richtig gut. Ja, dann, du weißt schon, was passiert. Und cut. Okay. Gut, was geht? Also, jetzt haben wir Herdöpfel gechillt. Ja. Für den Herdöpfelstock. Jawohl. So gut ist schon fängst da. Frisch gemacht vorher, ja. Und dann gibt es eben noch einen Teil vom Saumagen, vom Inhalt. Saumagen! Genau. Da habe ich noch in Blätterteig einwickeln. Echt jetzt? Ja. Und dann da hat aber die Hannelore nicht gemacht. Ja, jetzt mache ich einen Versuch, oder? Aha. Mhm. Das hat die Hannelore dem Herr Kohl nicht gemacht? Nein. Nein. Aber du machst es. Wäre noch dicker geworden, weißt du? Das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Was ist? Ja, es steht auch vorhin schon fett. Das ist wohl ein Witz geklaut. Aber ist egal. Also, erzähl. Ist die hoch schon? Ja. Da tun wir jetzt noch ein bisschen Salz. Reinmachen. Dann kann ich in den Blätterteig einwickeln, mit Eigel bestreichen und im Backofen. Mhm. Dann gibt es eben da aus dem Schweinemagen. Da bin ich jetzt extra bin ich am Abkühlen, oder? Dann tue ich nachher eine Scheibe schneiden und dann auch so servieren. So, jetzt bin ich am Wasser aufheizen. Ja. Mit Salz drinnen. Dann tue ich die Herdöpfel rein nachher. Ja. Und wenn da drinnen ist, tue ich gerade schon rein. Jetzt muss ich schon erklären, wir machen heute den. Jetzt müssen wir noch schnell. Also, viele Leute. Jetzt, es ist lange Koch schon. Ich verzeih schnell. Ja. Wir haben einen Saumagen gemacht. Oder? Saumagen. Und da haben wir schon gegessen und so. Und zum Saumagen gehört dazu Sauerkraut und Herdöpfel. Also, ja. Herdöpfelstock. Wie hat die Frau Kohl nochmal gesagt zu dem? Püree, glaube ich. Herdöpfelpüree. Ja. Ja, das machen wir jetzt. Und ich mache jetzt heute alles selber im Prinzip. Weiß ich, du machst immer alles selber. Also fast alles. So. Außer der Blätterteig jetzt. Ja, also so gut hast du auch selber gemacht, oder? Ja, also, tue ich da noch schnell. Extra. Mhm. Schon auf die Seite. Ja. Ich mache heute nochmal einen Versuch, wie das schmeckt, oder? Mit dem Blätterteig. Ich meine, das ist im Prinzip wie Hackfleisch. Der Blätterteig? Nein, du meinst den Inhalt vom Saumagen? Saumagen ist wie Hackfleisch. Ja, ja. Ja, logisch, der Saumagen ist, das ist wie ein Ballon. Das ist nur das. Das ist auch so zum Zusammenleben. Ja. Mir suche jetzt nicht viel mit dem so. Ja, okay. Okay, okay. Ja, okay, okay. Hm? Also. Ja. Also, okay. Ich mal ein bisschen. Ein bisschen machen. Mhm, schon lecker. So lecker wie vom Bäcker. So. Dim, 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 dim. Sieht man da? 1, 2, 3. Ja, wir schon belecken. Ja. Wenn du einen brauchst, gell, da hat es noch. Ja, da brauche ich jetzt nicht alles. Da tue ich. Das sind zwei Projekte, die ich heute durch. Die können wir noch bräuteln, gell, Mann? Ja. Hat Hannelore erzählt. Ja. Ja, cool. Dann muss man sagen, durch die Luft wird ein bisschen fester. Ja. Der Fleisch verliert auch ein bisschen Wasser. Wo willst du denn? Willst du es noch ein bisschen aufheben? Soll ich den vorheizen, oder wie machst du das noch? Ja. Ja. Auf 200 Grad? Pressiert zwar noch nicht jetzt gerade. Mhm, doch, doch. Nein, du musst noch nicht. Oh. Die Gäste sind ja noch nicht da. Für Gäste überhaupt? Wir sind nur neues. Okay. Heute machen wir ganz privat, oder? Ja. Ohne. Gäste. Ja, das stimmt doch. Ohne. Uschi wäre zwar eigentlich eingeladen, gell? Ich habe ja gestern versprochen, aber sie hat sich nicht gemeldet, vielleicht nicht. Böse Busfahrer auch? Nein, nein. Das ist heute mal einen ruhigen Abend, weißt du? Es wäre mal schön. Ja. Also, ich bin ja gar nicht so ruhiger. Oder bin ich ruhiger? Nein. Aber. Ja, ich bin noch nicht einmal im Bett gewesen. Also, passt nicht.
bin noch nicht einmal richtig im Bett gewesen. Auf dem Bett? Da ist ja gar kein Bett drauf. Ja, aber ich habe noch nicht einmal geschlafen. Aha. Ja. Was denn? Gehen, sobald wir fertig sind mit der Kochshow und mit dem Essen, gehen wir mal ein bisschen liegen. Wo? Im Bett? Ja. Nein, eben nicht. In deinem Bett? Nein. Er kannst schon, ja. Nein. Ja, raus? Nein, das ist alles nur Spaß. Wir machen den Kochshow. Ich muss ein bisschen. Ich habe schon mal, ich muss ab und zu etwas erzählen. So ist Bert war heute auch übermüdet. Wir sind alle übermüdet. Gsi. Aber jetzt nicht mehr. Gsi. Das war einmal. Diese Geschichte. Die Colorin Colorado. Es war auch ein komisches Wetter. Wetter? Ja, das ist schon. Ja. So, jetzt aber noch ein bisschen Wochen. Also. Ja. Also, dann tue ich hier ein bisschen flach drücken. So weg, ja. Schon mal schön viel, ja. Ach so. Sehr gut. Ja, mhm. Ja, flach drücken. Dann tue ich hier. Machst du einen Dürüm? Ja, ungefähr. Einfach rollen, oder? Wozu er verschlossen ist. Weißt du, wenn die Tische sagen, wenn es kommt, wenn es sagt, ich muss rollen. So. Ja, ja. Die Tische haben gesagt, ich muss rollen. Ich sagte, muss schon irgendwo Land rollen. Ich sagte, nein, er muss go urinieren. Da heißt wieder, ich muss rollen. Es sieht auch nicht aus wie ein Paulus. Was machst du da? Okay, der Hund ist offen. Nein, nicht ganz. Aber der pressiert nicht jetzt gerade, weil ich muss noch mit Eigelb bestreichen. Ja. Ich habe noch Eier. Ja, haben wir. Eins, zwei, drei. Wir haben sieben Eier noch nicht schon kennen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Nein, wir haben noch sieben Frauschen, gell? Ja. Die ist verfolgt worden. Das sind Mini, die ich nicht gekauft habe. Ja, ja. Aber weißt du, was lustig war? Ist gestern verfolgt worden auf der Packung, gell? Ja. Ich hatte die vorgehalten und gesagt, nein! Das ist ein Bio. Die hat mega Aufstand gemacht. Also, in ihrem Rahmen. Ich kenne die Hühner alle. Ja, ganz sicher. Ja, das, eine, das erste Huhn ist Friedrich. Das war ein Schreck niedrig. 2000 Hühner und alle die Hämmer. Der Fenster vom Otto ist mega geil. Das erste Schwein hieß Dörte, weil es immer rührte. Nein, Schaf, Schaf. Im Schaf ist gegangen. Gut. Ja. Harald. Das war schon 1000 Jahre alt. Das erste Schaf ist Dörte, weil es immer Dörte. Das dritte Schaf ist Harald. Also ja, da muss ich da mal schon ein Blechbrat machen. Ein Blech, Bachblech. Ein Blech, 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 Blech. So, da. Ah ja, ja, das Blech. So. Ja, einmal. So, ich helfe dir ein bisschen. So, schneiden? Nein. Jetzt mal nicht. Ein bisschen noch ein bisschen verstellen. Da tue ich da mal, kann ich jetzt noch ein bisschen vergessen. Dann tue ich mich bestreichen. So. Dann machen wir einen Break. Ja. Und ein Break. Cut. Ja. Also. Den Löffel habe ich jetzt rausgenommen. Ja. Den tue ich jetzt stampfen. Ja. Tja, wenn es dir noch glaube, gell? Ja, der geht schon. Stampferei. Oh. Wo Ruhe, Kräfte sinnlos walten. Ja, ein bisschen. Aber da eben, da musst du immer ein bisschen auflockern. Ja. Das war ja letztes Mal das Problem gewesen. Nein, wir haben schon ein paar Mal Probleme gehabt. Aber ja. Was geht's am Schluss an den Mixer? Was für ein Mixer? Der Mixer. Kannst du dir noch sagen, der Whisky-Mixer mixt den Whisky an der Whisky-Mixbar. Das ist auch recht berühmt, Scheiße. Der Whisky-Mixer mixt den Whisky an der Whisky-Mixbar. Ja, ich weiß lieber nicht. Es kommt meistens Wichser raus. Ja, ist egal. Also, okay. Sehr gut. Sehr gut, machst du das? Ja. Dann rede ich nachher nochmal mit der Handstampf ein bisschen. Verdrucken, oder? Jawohl. Ja.
Dann sehen wir uns beim Endresultat. Ja, dann machen wir einen Cut. Cut? Ja. Jetzt darfst du. So. Mhm. Die nächste Akt ist, habe ich mit Eigelb bestrichen. Ja. Und jetzt den Bach aufnehmen. Sehr gut. So, jetzt machen wir da weiter. Ja, wieder. Da tue ich da, jetzt habe ich den Herdöpfelstock schön gemacht, schau. Ja. Das ist sehr schlotzig, ja. Schlotzig! Schlotzig. Sagt man dem. Was tue ich da? Was? Jetzt muss ich auch da drücken, Entschuldigung. Aha. Sobald da die Steuerung ein bisschen Wasser drauf ist, ich bin es. Ja, das ist gut. Jetzt geht's. So. Dann noch den Schwingbesen. Ja. Da tue ich noch den Suchhut. Ah, ja, das auch gut. Ein bisschen noch aufwärmen. Schon vorher aber zwischendurch. Ja. Achtung. Ja, bitte. Nochmal etwas. Ja. Und was denn? Ich muss den Schwingbesen. Den Schwingbesen. Ja. Schneebesen. So, da tue ich noch ein bisschen Gewürze. Ja. Aromat? Nein. Salz. Pfeffer. Ja, jetzt ist sie wieder gefüllt, ja. Sowieso. Sehr gut machst du das, ja. Dann natürlich probieren, wie immer. Die Kamera wird sicher auch noch ein bisschen. Ja. Wie schmeckt es denn? Perfekt. Gut, ich glaube das mal. Könnte noch ein bisschen Gewürze. Noch mehr? Ja. So. Ja. Könnte ein bisschen feiner sein. Dann noch viel. Ei, ei, ei. Noch ein bisschen Rahm. Rahm! Ja. Nehmen wir das auch mal. Das macht ein bisschen feiner. Hast du jetzt alles selber gemacht, die Stocke, oder? Ich tue es jetzt nur ein bisschen aufkochen, weil ich habe ja den zweiten Teil vom Sauermagen. Ja. Vom inneren Teil habe ich auch im Blätterteig rein tun. Der braucht jetzt das Zettel, und ich da noch ein bisschen verzögern mit dem Herdöpfelstock. Ja, dann wäre es schon mal Cut, oder? Ja. Und bis selber. Ja. Ja, und jetzt sind wir auch fertig, gell? Endspurt. Jetzt habe ich noch den Sauermagen. Ja, das ist Sauermagen. Habe ich jetzt noch eine Bratpfanne rein tun, ein bisschen zum schön anbröteln. Ja. So. Und dazu gibt es Sauerkraut, gell? Ja. Und wo ist eine schöne leckere Kartoffel? Ah. Ja. Kartoffelpüree. Super Sache. Yes. Yay. Und dann machen wir einen Esteller für die Kamera und dann nehmen wir es. Ja. Also. Ja. Bin ich da am Teller machen? Ja, ein Teller bitte. Richtig dazu. Sehr gut, ja. Dann brauchen wir einen Schöpflöffel. Ja. Einmal helfen. Püree. Und einmal ein bisschen Schokolade. Genau. So. Und jetzt kommt natürlich. Was kommt jetzt noch? Der Blätterteig. Ah ja, den haben wir vergessen, ja. Nicht vergessen. Da ist schon ein Sauermagierter, oder? Ja. Wo ist denn überall ein Sauermagierter? Das ist ja unglaublich. Also, weil da nicht nur völlig drin ohne Sauermagierter. Aha, okay. Ja. Gut, also. Dann wäre das, glaube ich, auch schon am Rund frisch, gell? Ja. Und wir sehen uns wieder bei der brasilianischen Woche ab Montag mit Nisi da Silva.